heilige Scheiße. Wo soll es denn hingehen? Einfach erstmal in den Nebel, auch gut. Scheiße, noch mehr Militärleute. Wir sind fast da. Nö. Nur noch ein paar Sekunden. In dem Nebel hängen wir sie ab. Geschafft. Moment. Überprüfe das Radar. Sauber. Keine Spur von ihnen. Doktor, wohin fliegen wir? Zur Forschungsstation Baxter. Sie steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer, aber die Lebenserhaltung sollte noch funktionieren. Es war kein Witz, als Sie sagten, dass die Schiffe aus dem Nichts kamen. Danke, dass Sie mich rausgeholt haben. Gern geschehen. Ach du Schande, da sind die jetzt ernsthaft mit weiteren Korvetten angekommen, Alter, Leute. Wie viele Rheinländer? Okay, wir sollten hier landen. Haltet die Augen offen. Die können nicht weit weg sein. Hey. Cool, Wasser. Och, du Schande. Ich glaube, die haben wir erstmal abgeschüttelt. Hoffentlich haben sie recht. Wird das eigentlich nie langweilig? Das Rennen und Kämpfen? Nein, das hier. Um die Wahrheit zu sagen, ich merke das gar nicht mehr. Wegen so eines Anblicks bin ich Xeno-Archäologin geworden. Ich dachte, wenn das Universum seit Äonen existiert und ich es nur kurz erleben kann. Was mag dann wohl eine ältere Spezies darüber denken? Durch sie wollte ich leben. Wenn sie recht haben und Quintain sich versteckt hält, dann ist er noch irgendwo da draußen. Was ist das? Sie haben uns gefunden! Ach du Schande. Wir müssen hier weg. Ja, Bewegung, Leute, los! Wohin fliegen wir? Nach links, dort habe ich einen Freund. Los! Ach schön, ich darf noch reparieren. Ja gut, dann haben wir ja Zeit. Und Ruhe. Eine Schubdüse können wir, glaube ich, noch verkaufen. Ja, hier ist alles in Ordnung. Oh, das ist 3 vegan. Okay. Magmahammer. Die Magmahammer macht viel Schild, Rumpfschaden. Sehr viel mehr. Dann holen wir uns doch die. Mein Gott. So, Magmahammer. Ja, schick, schick. Magmahammer 2, Alter, die macht ja noch. Boah, die macht ja Rumpfschaden, du meine Güte. Er ist auf Stufe 10. Gegen Maßnahmen ein, Drohnenmiete, ja, ist egal. Ich kaufe einfach mal provisorisch jetzt ein paar mehr. Schubdüses optimiertes Guardian-Schild, ja, haben wir ja schon. Schwere Schubdüse, ja. Ja, gut. Ist der hier? Schnell hier, okay. Gut, dann, ja. Na gut. Tja, hier ist keiner. Artefakt hat er wieder mitgenommen. Ach ja, erstmal einen Schluck trinken. Nee. Ab nächste Mal. Tja. Die Rheinländer sind da draußen. Wir sind hier drin. Ja, gut, ich mache ja schon. Das zerstört extremst die Atmosphäre. Dieses Mal gibt es kein Versteckspiel mit den Rheinländern. Sie müssen sich durchkämpfen. Die Station explodiert und fliegt ihnen um die Ohren. Sie können froh sein, wenn sie hier lebend rauskommen. Vergütung überleben. Ich will Credits haben. Juni und Sinclair außerhalb der Forschungsstation Baxter treffen. Die Station explodiert. Diesmal können wir nicht entkommen. Ach du Scheiße. Angreifen. Okay, wir greifen an. Hier ist wieder Korvette. Korvette da oben. Was? Strahlung? Da ist das jetzt. Okay. Das geht halt nicht funktioniert. Aber es hilft gut, der Rumpfschaden. Der zusätzliche Rumpfschaden. Den kommt schon. Geh in die Luft. Sehr schön. Und der nächste.
Ach, der weicht wieder aus. Hinterher. Das ist wieder Leute. So, und weg mit dir. Wieder zurück zur Forschungsstation. Wo ist die? Scheiße. Na gut, müssen wir halt hier kämpfen. Eieiei. Okay. So, noch vier Leute hier. Schande. Die hauen jetzt aber ganz gut auf unseren Schild. Sehr schön. Verdammt, hätte ich doch bloß einen Torpedowerfer. Oh nee, nicht doch, Leute. Ups. Nein. Deine Hülle geht nach, dann nimm Nanobots. Und Schildbatterien. Stimmt eigentlich, die Gegner nutzen auch keine Nanobots und Schildbatterien. Nein. So. Noch zwei Leute. Hat nicht getroffen. Schade. Mal also kurz ein bisschen die Waffenenergie nachladen. Volkmar Markgraf, okay. Da ist der Typ. Okay, weg ist er. Radar ist sauber. Guter Kampf. Aber es kommen bestimmt mehr. Wir müssen zu Trents Freund in Leeds. Das Sprungtor wird ganz sicher bewacht. Sinclair, wie ist Ihr Status? Eine Idee, wie wir hier rauskommen? Ich bin okay. In der Nähe ist ein Sprungloch nach Cambridge. Das ist die beste Chance. Von dort sollten wir leicht nach Leeds kommen. Okay, dann los. Sagen Sie, warum sind Sie hergekommen? Bestimmt nicht nur, um mir das Artefakt zu bringen. Doktor, seit Trent das Artefakt in Besitz hat, werden wir gejagt. Zuerst von der Liberty Marine, dann von Kopfgeldjägern, jetzt von den Rheinländern. Alle scheinen es zu wollen, und wir wissen nicht mal, was es ist. Ein Freund sagte uns, Professor Quintain könnte Licht in die Sache bringen. Und Quintain ist verschwunden? Sein Labor wurde zerstört. Der einzige Hinweis kam von ihrem Piloten Vance. Er sagte uns, wo wir sie finden. Eieieiei. Mitten drin. Ja, ach du Schande, jetzt sind nur noch die Rheinländer dabei. Vor allem die Rheinländer setzen einem echt, die setzen schon ganz gut zu. Da ist das Sprungloch. Okay. Trent, sieh zuerst. Und direkt aus dem Reiseflug in das durch das Wurmloch Sprungloch. Ach. Sprungloch. Noch 10 Minuten bis Sprungloch zusammenbricht. Denkt dran. Wir müssen nach New London und von dort nach Leeds. Hier dürften die Rheinländer uns nicht suchen, aber wir müssen wachsam sein. Mir nach. Trent, Sie übernehmen die Führung. Fliegen Sie zu den neuen Koordinaten. Wir müssen wissen, was mit diesem Artefakt ist. Warum wollen es alle haben? Keine Ahnung. Ich fand es auf dem Planeten Pyga und wusste gleich, dass es von großem archäologischem Wert ist. Ich sollte nach Cambridge Professor Quintains Expertenmeinung einholen. Aber dann wurde das Artefakt gestohlen und ich ging nicht nach Cambridge. Ich habe den Professor seit Jahren nicht gesehen.
Verdammt, ich schätze, wir fliegen am besten nach Leeds und orientieren uns neu. Eieieiei. Verdammt, ey. Also nochmal wieder eine Zusammenfassung. Wir werden aus Liberty verjagt, weil wir so ein Artefakt bekommen haben von dem Dieb. Die halbe Liberty-Kriegs... Ach du schon, was denn jetzt noch? Verdammt, ach nee. Clint, angreifen. Halt! Hä? Wir tun ihnen nichts. WTF? Wir wollen sie warnen. Warum sollten wir ihnen trauen? Weil nur wir sie hier rausbringen können. Die Rheinwehr überwacht alle Sprungtore und Sprunglöcher aus diesem System. Sie haben ein Artefakt, das sie suchen. Und die wissen, dass sie hier in Cambridge sind. Warum erzählen sie uns das? Überleben. Wir brauchen sie genauso wie sie uns. Wir fliegen zu einem Sprungloch, das uns direkt nach Leeds bringt. Es wird beobachtet, aber die Bewachung ist nicht gut, weil nur sehr wenige davon wissen. Zusammen könnten wir uns den Weg freikämpfen. Ich glaube Ihnen. Gut, wir kommen mit Ihnen. Folgen Sie uns. Wir laden die Koordinaten hoch. Schmidt, Jochen Wiedemann. Was ist Ihr Plan? Unser Geschwader wurde vor kurzem mit Tarnvorrichtungen ausgerüstet. Sehen seltsam aus, funktionieren aber. Wir tarnen uns, bevor wir das Sprungloch erreichen. Man wird sie für leichte Beute halten, aber wir sorgen für eine kleine Überraschung. Es kommt die Molekularschilde, ja. Gegen Plasma- und Partikelwaffen. Die sind geil, die haben richtig fette Panzerungen, hohe, viele Geschütztürme, viele Nanobots und richtig geniale Waffen. Warum dürfen sie es im Leben auch? Was? Wieso rot? Unbekannt? Was zum Geier? Spiel gespeichert? Alter, das muss ja reden. Ach du Scheiße! Ein Schlachtschiff blockiert das Sprungloch. Was sollen wir jetzt machen? Wir kümmern uns um das Schlachtschiff. Funkstille halten. Da ist ein Schlachtschiff. Alter, was? Hallo, wir sind vier Jäger gegen ein fettes Schlachtschiff? Commander Zane, Mr. Trent. Wir haben Sie gesucht. Übergeben Sie das Artefakt und wir verschonen Ihr Leben. Alter. Ein fettes Rheinland-Schlachtschiff. Wie Sie wollen. An alle Jägergeschwader. Angreifen. Zielt auf die Triebwerke. Was zum Geier? Die haben Torpedos. Eine Falle. Torpedos im Anflug. Ausweichmanöver. Wir sind getroffen. Alle Mann von Bord. Wiederhole. Fünf Torpedos reichen? Ach, der saß da oben. Ach du Heide. Das ganze Rheinland-Schlachtschiff ist. Alter, seht euch nur den Innenraum an. Ausschieben und angreifen. Angriff. Nein, das ist keine Angriff. Jawohl. Ich bin immer wieder getroffen mit einer Rakete. Ach du Heiliges. Sind hier. Alter, die haben ein ganzes Schlachtschiff gesprengt. Was soll man denn dazu noch sagen? Jetzt geh kaputt, du. Waffenenergie nachladen. Jetzt geh kaputt. Dankeschön. Alter Schwede. Getroffen. Einmal die Rakete aus, der Rakete ausweichen. Ja. Nicht die Rakete. Jawohl.
komm schon, wo will der denn hin? Alter, da ist ein fettes Schlachtschiff-Trümmerteil. Hey, hat meine Maus gerade nicht reagiert. Leute.